zu bleiben. Wie geht's dir? Jürgen, super! Geil. Hallo. Das darf ja. Weil dann haben wir da alles. Oh, der Pferd, ja! Der Pferd. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr, sehr geile Landschaft hier, gefällt mir sehr gut. Ja, also es ist so wie... Es ist ja flach, aber... Ja. Auch nur ein bisschen flach die Landschaft. Bin ich im Video? Wo sind wir gerade? In Prag, in der U-Bahn. Cool, das ist so gut. Das ist ja, Interview. Wie geht's dir? Mir geht es sehr gut, weil hier in Prag ist es sehr schön. Ja, passt. Ja, finde ich auch so. Mir geht's auch gut. Schau, da ist die schöne Frage. Guten Morgen, also es ist nächster Morgen. Wir sind jetzt später, wir haben es eigentlich. Was? Wir sind jetzt in der Altstadt von Prag und gehen jetzt zum Treffpunkt gerade. Und wir sind ein bisschen zu spät. Doch, wir sind zu spät. Es ist 26 Uhr. Ja, egal. Es passt schon. Ja, wir waren bei unserer Gastfamilie und uns ist schon. Also, sie sind nicht da. Also, wie wir hergefahren sind, haben wir schon. Ja, cool.
Matthias. St. Vitusdom. St. Vitusdom. Then here is the Coronation Hall, which was built during the reign of King Vladislav. Ist die Krönungshalle, die während der Zeit von König Vladislav gebaut wurde. It's like from 16th century or something. 16. Jahrhundert oder so. You can see it's Gothic, but it's still late Gothic. Ja, spätgotischer Bau. And here we have St. George Basilica. It's in German, it's St. Georgs Basilica. And yeah, that's pretty much it. Gang ist am Start mit den Dünner und Dünner. Leute, die neue Hut ist einfach hier. Wir sind jetzt wieder da. And I hope our wave will cross in future sometimes anywhere on this world. And we had some great days with you in Prague and here in Prague. Thank you so much, Michaela, Daniel and all of you. And goodbye. Thank you. Thank you very much. Have a safe journey. Thank you so much. Also es gibt. Bin ich nochmal im Video?